Herzlich willkommen zur 179. Folge. Klar, mit Felix, hallo. Hallo. Okay. Jetzt sagt wahrscheinlich meine Anlage hier unten ist leer gelaufen, ne? Ne, ist nicht der doch, und trotzdem haben wir zu wenig Strom, obwohl alles klar. Das heißt, ich muss hier vorne doch tatsächlich Dings reinsetzen, Pumpen reinsetzen, ansonsten können die nicht voll laufen. Okay. Dann müssen wir hier eine Anlage mal wieder anschmeißen. Alles klar, das heißt, die Anlage müsste noch mal weg. Das heißt, die Anlage müsste auch noch mal weg und noch da. Also ich glaube, es gibt 5 Flüssigkeiten, die wir zum Erzabbau brauchen. Hast du noch deine Pumpe im Inventar? Natürlich nicht. Ah, scheiße. Solltest übrigens den Strom drüben wieder anschmeißen, sonst sind wir gleich tot. Ach, ja, habe ich doch schon. Der fängt gerade an, wieder zu laufen. Aber du? So, dann können wir nämlich die dahin. Wie macht man jetzt am schlausten weiter, ist die große Frage halt, ne? Glaube ich mal erstmal das, was ich gerade eben gesagt hatte. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das schlauste wäre die Kupferverarbeitung. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit Kupfer das ist zu. Das Problem. Und dann, ja, das durch den Screener laufen zu lassen, dann zu. Grade 1, 2, 4, 3, 4, 8, 40. Wir bauen es ja hundertprozentig als Erz ab. Das steht ja fest. Es direkt zu Kupferplatten zu schmelzen wäre Verschwendung wie sonst was. Richtig. Sagte er. Zu Kupferplatten schmelzen wäre Verschwendung wie sonst was. Ich meinte vom Platz. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wohin den ganzen Kram holen? Nee. Dann hast du halt die Screener. Ja, wir müssen uns halt Zeit überlegen, was für ein System wir nehmen. Dann hast du noch das zerkleinerte Kupfer. Ja, du hast die Screener sind Stufe 1 von der Forschung her. Und dann hast du noch das Zerkleinern. Ja, was macht am meisten Sinn? Also wir wollen ja dann im laufenden Spielbetrieb, wir wollen natürlich den optimalen Output haben. Wenn der meiste Output ist, einfach nur Erz zu schmelzen, dann schmelzen wir nur Erz. Wo bekommt ihr denn euer Strom hier? Oh. Alter, meine ganze Stromanlage läuft übers Kupferfeld. Meine ganze Stromanlage läuft übers Kupferfeld. Das ist nicht euer Ernst, oder? Alter. So, also wir würden 5 Erz reinpacken, 2 und 1 rausbekommen.
Also so kompliziert, ne? Spaß machen mit Rechnen und so. Gleich wird Felix mich umbringen. Gleich wird Felix mich Komm aus 10 Erz im aktuellen Status, 4 Platten und 4 Steine. Also 4 Kupferplatten und 4 Steine bekommen wir bei Kupfer aktuell raus. Von dem, was wir jetzt genau gerade nutzen. Wir haben aber inzwischen wieder was Neues gebraucht. okay. Oh, wird das ein Spaß werden hier. Was machst du denn hier oben mit den Markierungen gerade auf der Karte? Das sind die Das. 5 Flüssigkeiten, die wir brauchen. Ach so, für die. Davon ist Synthesegas das normale am wichtigsten. Das ist am häufigsten benutzt. Und Ethin ist, glaube ich, zweimal und raffineriertes Synthesegas auch, glaube ich, zweimal. Und Synthesegas ist normale 3 oder 4 Mal oder irgendwie sowas. Ich hab das gibt. Alter, ist das laut hier? Ich glaube, wir brauchen dann da so ein paar Sachen, würde ich mal so behaupten. Aber das meiste davon stellen wir doch her, oder nicht? Habe ich zumindest gedacht. Wir brauchen gerade so viele Roboter. Ich glaube, ich lasse dies erstmal in Ruhe. Die sollen erstmal machen. Und du bist noch da fein säuberlich am Rechnen. Und da geht es jetzt hauptsächlich um die Kupferproduktion. Richtig.
Formulier's mal nett und freundlich, ich habe keine Ahnung. Das ist Weil super toll. es so knapp ist, die ganze Geschichte, oder? Nee, weil es so kompliziert ist. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Erz ich brauche, um die 75 Kupferplatten herzustellen. Ich weiß nur, dass ich aus 100 Molten Kupfer 75 Kupferplatten ganz am Ende rausbekomme. Okay. Weil ich kann ja den Zyklus mal durchgehen. Wir fangen mit Erz an. Das Ja, das weiß ich. Da bin ich noch dabei. screenen wir in Grade 1 und Grade 2er. Das Grade 1er bereiten wir auf zu Grade 2er und bekommen als Abfallprodukt Stein raus. So, jetzt, das wäre der Standardzyklus gewesen für Forschungsstufe 1. So, dann haben wir die nächste Forschungsstufe gehabt, die Stufe 2. Da packen wir dann die Grade 2er wieder in eine Maschine rein. Und also einen Screener und bekommen Grade 3er und Rejected Copper raus. Das Rejected Copper packen wir dann wieder in eine Maschine und bekommen 50%ig Copper Grade 3 und Kies als Abfallprodukt raus. So, das Grade 3er packen wir dann mal wieder in den Screener. Da kommt dann Grade 4 raus und Low Grade Rejects. Die Low Grade Rejects packen wir in den Klassifizierer, bekommen Weiß nicht, bei welcher 30%ig. Stufe ich aufgefällt habe, aber ist okay. Da bekommen wir 30% Copper Grade 4 raus und Low Grade Copper Dust. Low Grade Copper Dust machen wir zu Low Grade Copper. Low Grade Copper schmelzen wir zu 0,6 Kupferplatten. Und das Copper Grade 4 machen wir zu 21 Molten Copper. Das heißt, wir brauchen irgendwo die Richtung 14, irgendwas Copper Grade 4, um 75 Platten herzustellen. Irgendwo in die Richtung. Oh, tschüss, Felix. Ey, ich habe meine Maus für dieses Scheißspiel. Ja, Maus ist ja uninteressant. Merke ich. Was machen denn alle hier? Wo sind unsere ganzen 369 Bauroboter? Die hat so viel zu tun? Also ich würde grob schätzen, dass man aus 100 Erz 75 Platten macht. Das ist aber ganz grob geschätzt. Okay. Das heißt, Also auf Stage 3 können wir gerne bei Kupfer zumindest verzichten. Also wenn ich das richtig verstehe, kann man das alles nacheinander aufbauen. Das heißt, du baust, wenn wir jetzt theoretisch gesehen Stage 1 hätten, bei Kupfer zumindest, könnten wir das so aufbauen, wie wir es jetzt haben. Könnten dann hinten hinter statt den Schmelzöfen an die Grade 2er die nächsten Screener setzen, die dann wieder das hocharbeiten würden, alles für Stage 2. Dann würden wir am Ende die Stage 4er rausbekommen. Und dann bei Stage 3 könnten wir wiederum die Stage 4er nehmen, würden dann irgendeine Flüssigkeit ganz am Ende rausbekommen, die wir zu High Grade Copper irgendwie machen oder sowas in die Richtung, was uns dann Molten Copper in einer besseren Verbindung bringt, so ungefähr. So, Fakt ist, also wir brauchen. Fakt ist, du kannst im Endeffekt die ganze Reihe sozusagen immer nach und nach bauen. Das heißt, du fängst jetzt bei Kupfer an mit den Screenern, machst das zu zwei, Stufe 2 an,
kannst dann entweder aufhören und das erstmal zu Kupferplatten schmelzen, dann hast du sie erstmal. Oder du machst es direkt weiter und baust die ganzen Stage 2 Sachen auf und dann bekommst du MK4er am Ende raus. Gut. Dann könntest du da aufhören oder Stufe 3 erforschen. Sobald du Stufe 3 aufgebaut hast, bekommst du so eine Würfel raus, die du Molten Copper machen kannst und dadurch einen Platten. Oder du baust diese Würfel nochmal eine Stufe höher und bekommst dann nochmal mehr raus. Aber du kannst nach jeder Stufe aufhören und es später theoretisch gesehen hinten ran ausbauen. Die Frage ist halt, das hinten dran ausbauen, wie viel Platz frisst das? Ist das denn immer weiterhin so 1 zu 1 von der gleichen Menge her und sowas? Ich glaube nicht. Aber du kannst ja mehrere Blöcke zusammenschließen. Problem ist bloß, ich rechne jetzt garantiert nicht rückwärts von Stufe 4, wie viel wir aufbauen müssen von Stufe 1. Weil dann bin ich ungefähr noch die nächsten 17 Folgen damit beschäftigt, vermutlich. Jetzt kommt er, das ist aber eine gute Quote, da machen wir das. Hast du schon angefangen? Nee, noch nicht ganz. So, aber da kommt dann Copper 4 raus und dann, wenn ich jetzt mal so das Copper Processing Stage 3 aus, dann machst du das Copper 4, machst du dann. Copper Solution, die breitest du dann in Stage 1 Pulp, Stage 2 Pulp, Stage 3 Pulp, Stage 4 Pulp und Stage 4 Pulp machst du dann in Copper Pregnant Leach Solution, Das ist die das breit. erste Mal im Factorio, dass ich die Schmelze nicht aufbaue, sondern Felix. Yes! Ist ja keine Schmelze, das ist alles, aber keine Schmelze. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Sachen. Naja, die Frage ist, bauen wir erstmal, damit wir weniger Kupferplatten nur bekommen, erstmal nur Stage 1 auf. Weil die Frage ist, wollen wir überhaupt zum aktuellen Zeitpunkt die Ja, wollen Menge wir. an Output maximieren bei Kupferplatten? Wollen wir. Weil wenn wir jetzt anfangen, dann das alles jetzt da unten rein zu machen, also in die Cityblöcke, dann wird sich der Verbrauch, allein weil du halt nicht nur eine Anlage hast, sondern gleich 100 Anlagen, die es verbrauchen, auch deutlich höher machen. Also ich würde es gleich wohl eher auf vernünftig Berechnen wir bauen. das jetzt erstmal auf rote Fließbänder oder berechnen wir das auf gelb? Frage ist, wie weit Ja. sind wir von roten Fließbändern weg, ne? Es sollte jetzt eigentlich auch relativ zügig funktionieren. Naja, es geht, ne? Wir brauchen Stainless Steel dafür noch. Und wir brauchen die komplizierten Kleinteile. Wir berechnen es trotzdem schon auf Rot. Du brauchst die komplizierten Kleinteile, dafür mache ich die Schmelze. Da ist irgendwo ein Zug, der keinen Treibstoff mehr hat. Wo ist ein Zug, der keinen Treibstoff mehr hat? Lass ihn stehen. Das Oder ist ist das aber ein wichtig? schlecht, weil dann gleich die Umweltverschmutzung in irgendeine Richtung abhaut. Was ist das für ein Zug? Irgendeiner, der Methan wegfährt. Oh. Schätzungsweise von Methan 2, wenn ich raten müsste. Toll. Steht da schlecht, wo er steht, ne? Er ist so weit weg. Der steht aber schon ganz schön lange dann da, oder nicht? Die Tanks sind nämlich ziemlich voll schon. Oder hat einfach nur einen weiten Weg. Okay. Oh, der ist erstmal mit Hey. reingeploppt. Ja, bei mir auch. Das Stein fehlt. Ey, aber guck mal, 25% Restzeit, 15 Minuten. Da ist nicht Ja, mehr aber viel bis wir Zeit den zum dann Reden. reingepackt haben, ne? Ja, da hättest du echt keine Zeit mehr zu reagieren gehabt, ne? Ja, aber das ist ja sowieso so klein gewesen. Das war, hätte uns ja klar sein müssen, dass es relativ schnell weg ist. Ja, auf alle Fälle. Allerdings sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, du hast dich verrechnet mit dem Folgenende. Nein. Okay. Dann auf Wiedersehen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und so eine Geschichten.
fertig, um Zeit zu schinden, oder brauchst du ein paar Minuten? Ah, warte ganz kurz. Ich versuche noch zu schinden. Ich habe nämlich plötzlich keinen Platz mehr im Inventar gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das kommen konnte. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ach, oh Mann, jetzt habe ich keine Dings mehr davon. Tschüss.